Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Far Cry 2 in der Collector's Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Far Cry 2 in der Collector's Edition, das Ganze aus dem Jahr 2008. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, so sieht das aus. Wir haben hier eine Box in Holzoptik. Sie ist sehr stabil, aber nicht aus Holz. So sieht das aus hier oben. Wir haben hier Blutflecken scheinbar. Dann lesen wir hier Far Cry 2. Dann gibt es hier eine Landschaft. Sieht so ein bisschen nach Wüste oder Savanne aus. Also ausgetrocknete Landschaft. Und entweder brennt es hier oder die Sonne geht gerade unter. Der Schriftzug Far Cry 2, der ist hier auch etwas ramponiert und blutbefleckt. Und hier unten haben wir dann noch das Entwicklerstudio Ubisoft und eine Info, dass das Ganze ab 18 Jahren ist. Ja, hier unten gibt es dann die afrikanische Karte oder den afrikanischen Kontinent. Far Cry 2 und hier oben auch nochmal. Das sind die beiden Parteien oder die beiden Armeen, die hier gegeneinander kämpfen, die Organisationen. Einmal die APR und einmal die UFLL. Auf der Seite auch nochmal Far Cry 2 und von unten hier wieder diese Holzoptik. Okay, dann schauen wir mal rein. Lässt sich hier so auf der Seite aufklappen und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Spiel an sich, dann ein Artbook, ein Making-of, also hier ist eine DVD mit drin, ein Poster ist mit dabei. Und ein Shirt. So, auch hier wieder die Holzoptik. Hier lesen wir wieder Far Cry 2. Und hier haben wir wieder die Landschaft mit unserem spielbaren Charakter. Ja, dann packen wir das gute Stück mal zur Seite. Und starten wie immer mit dem Spiel. So, das ist dieses hier. Far Cry 2 für die Xbox 360. Hier lesen wir spannenderweise 16. So sieht das aus auf der Seite und auf der Rückseite haben wir hier so die ersten Fotos, was uns in dem Spiel erwartet. So, was lesen wir hier? Innovativ, aufregend und spektakulär. Far Cry 2 ist der Ego-Shooter des Jahres. Ein Bürgerkrieg ist über das Land hereingebrochen und du bist mittendrin gefangen. Begib dich auf die Suche nach der Person an der Spitze der Kampfhandlungen, einem erbarmungslosen Waffenhändler, den man nur unter dem Namen der Schakal kennt. Während du tödliche Missionen ausführst und wackelige Allianzen aufbaust, wird dir eines klar, der Schakal versucht auch dich zu erwischen. So, dann haben wir hier so Fotos, was uns alles hier erwartet. Natürlich gibt es ja auch einen Multiplayer. Dann noch die technischen Details, ein Barcode, okay. So, was haben wir hier? Jede Menge zusätzliches Material. Schauen wir uns mal an. So, einmal hier das Handbuch von Far Cry 2. Also hier haben wir einfach so Infos zum Spiel. Dann haben wir eine Karte mit dabei. Die sieht so aus. Also das Ganze hier nennt sich Bova Seco. Das ist die Karte. Und auf der Rückseite haben wir noch Leboa Sako. Also einmal der Norden und auf der Rückseite war der Süden. Also ziemlich großes Gebiet, das wir hier erkunden. So, und als nächstes haben wir hier noch so einen Flyer. Hier kann man noch Spiele aufs Handy laden. Okay, also Werbung natürlich auch mit dabei. Packen wir wieder zurück. Dann das Spiel an sich. Hier haben wir wieder den vertrauten 18er. Sowohl hier unten als auch hier keine Jugendfreigabe. Gut, als nächstes haben wir ein Poster mit dabei. Poster im Querformat. Einmal hier die Landschaft und wieder unser Charakter. Das kennen wir ja schon von der
Box, vom Innenleben der Box. Und die Rückseite beinhaltet auch wieder die beiden Karten. Hier kann man das sehen, sogar auf einer Seite, also Norden und Süden. Und hier haben wir dann auch noch eine Legende mit den ganzen wichtigen Punkten des Spiels, die hier eingezeichnet sind auf der Karte. Also hier ist alles nachzulesen, plus noch wichtige Personen mit Foto. So. Als nächstes haben wir das Making-of. Sieht so aus. Und zwar ist das hier so ein spezielles Pappcase im Hochformat. Das ist die DVD. Als nächstes haben wir das Artwork. So, Entschuldigung. Ein Artbook hier im Querformat. Auch hier wieder das Design. Far Cry 2, The Art of Far Cry 2 lesen wir. Website. So, es ist recht dünn. Wir schauen es jetzt mal kurz durch. So, zum ersten Mal gibt es ein Intro. Spannend ist, dieses Artbook hier ist auf Englisch. Und zwar ist das hier scheinbar von dem Entwickler geschrieben, das Intro. So, die Savanne. Der Dschungel. Also hier werden erstmal so die Umgebungen gezeigt. Am Fluss. In der Wüste. Ja, die Höhlen oder Bunker. Dann die Städte oder Dörfer. Der Schrottplatz. Und dann haben wir hier wieder die Maps. Beide hier wieder. Dann die einzelnen Konzepte der Charaktere, wie die ganzen Charaktere entstanden sind. Dann unsere Freunde. In so einem kurzen Steckbrief. So, dann kommen hier Fahrzeuge und Feuer, Wasser bzw. Wetter. Und jetzt kommen die Bösen, die Söldner. Dann das komplette Team. Und die Credits. Ja, wunderbar. Und als letzten Boxinhalt dieser Collector's Edition haben wir mit dabei ein Shirt. Das kommt hier in schwarz. In der Mitte lesen wir FC2, also Far Cry 2. Ansonsten hier wirklich alles in schwarz. Und auf der Rückseite ebenso. Also hier ist nichts weiter aufgedruckt. Wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Souls Best Quality Imperial in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle. Wo das Ganze hergestellt ist, steht jetzt hier nicht. Eventuell haben wir hier noch was. Nein, okay. Grüße gehen raus, unbekannterweise. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann das Making-of hier in der DVD. Dann die Karte oder dieses Poster beidseitig bedruckt. Einerseits die Karte, andererseits eben das Bild. Dann das Artbook und natürlich das Spiel an sich, Far Cry 2. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box in der Collector's Edition von Far Cry 2. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr Far Cry 2 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.